Hallo, es ist wieder Freitag, das heißt, die KW 16 2017 hat begonnen und wir reden über die Filmstarts am 20. April. Ja, das war's dann auch schon, weil am 20. April startet nichts, was ich mir im Kino angucken möchte. Kommen wir direkt zu den Blu-rays und zuerst zu einer Serie bzw. zu einer Trilogie. Wobei, wenn es nach den Machern gegangen wäre, wäre es mehr geworden wie eine Trilogie, aber es ist wohl jetzt bei einer geblieben. Da geht es um die Reihe Die Bestimmung mit den etwas blöden Titeln Divergent, Insurgent und jetzt der neueste und dritte Teil Allegiant, um den es jetzt eigentlich hauptsächlich gehen soll, weil ich den als neuestes in der Sammlung habe. Und der liegt auch schon eine ganze Weile hier rum. Über die ersten beiden Teile habe ich hier auch noch nicht so viel gesagt. Die habe ich mir im Rahmen des dritten Teils auch nochmal angeschaut, damit ich weiß, worum es geht. Wobei mir der erste Teil ja eigentlich sehr gut gefallen hat. Also die ganze Sache spielt ja in Chicago, in einer nicht näher genannten Zukunft. Die Stadt ist eingezäunt und der einzige vermeintlich sichere Platz auf der Welt. Und die Leute, die da leben, die sind in bestimmte Gruppen eingeteilt, die jeweils eine andere besondere Gabe bzw. Fähigkeit haben. Und ab einem bestimmten Alter wird halt jeder einer bestimmten Gruppe zugeordnet. Und im ersten Teil geht es dann auch um die Zuordnung in die Gruppen und um deren Ausbildung. Aber es geht auch darum, dass die Gruppen untereinander ihre Problemchen haben. Das gefällt mir am ersten Teil alles sehr gut. Es gibt auch einen ganz netten Bösewicht hin. Der Film ist zwar vielleicht ein bisschen zu lang geraten, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen hat er mir sehr gut gefallen. Teil 2 ist dann die direkte Fortsetzung, also quasi nahtlos. Spielt aber nach wie vor innerhalb der Mauern von Chicago und es geht hauptsächlich darum, dass es ein Artefakt gibt, dass die Oberste in die Hände bekommen hat und darin soll sich eine Botschaft der Vorfahren befinden. Aber um diese Botschaft abzuspielen, werden halt Personen benötigt, die bei der Bestimmung keiner besonderen Fraktion zugeordnet worden sind, also quasi Unbestimmte sind. Die Nachricht wird dann auch abgespielt und die erklärt dann, dass es außerhalb von Chicago denn doch noch andere gibt und die darin Lebenden quasi Teil eines Experiments sind. So, da denkt man dann natürlich bei Teil 3 geht es dann dir endlich mal raus aus Chicago, aber Pustekuchen. Auch wenn es in der Stadt einen Führungswechsel gab, machen die im Prinzip genauso weiter wie in den vorangegangenen Filmen. Ist auch nicht gerade logisch. Jedenfalls ist es erstmal verboten, aus der Stadt rauszugehen. Deswegen macht sich eine kleine Gruppe dann selbst auf den Weg, was dann allerdings mehr einer Flucht gleicht. Und außerhalb von Chicago treffen sie dann tatsächlich auf andere Menschen. Und ja, ich will jetzt da nicht zu viel verraten. Es wird so einiges aufgeklärt, aber so richtig doll ist der ganze Film eigentlich nicht. Was man der ganzen Serie zugute halten kann, ist, dass sie optisch sehr ordentlich aussieht. Wenn auch zum Ende hin das Ganze immer digitaler wirkt, aber naja, gut. Das würde ich jetzt mal nicht unbedingt als großen Negativpunkt sehen. Bei den Darstellern gibt es hier und da ein paar Glanzlichter, aber auch einige Enttäuschungen, gerade im dritten Teil. Und die ein oder andere Stelle, an der man krampfhaft versucht, lustig zu sein, geht dann doch tierisch in die Hose. Tja, wenn man den dritten Teil gesehen hat, könnte man sich denken, ja, das war's dann auch. An sich relativ abgeschlossen, die Geschichte. Ich kenne die Buchvorlage nicht, aber was man so in diversen Foren liest, ist das, was der dritte Teil zeigt, auch im Großen und Ganzen das, was im dritten Buch drin steht, wenn auch große Teile fehlen und das Ende abgeändert worden ist. Aber es ist wohl nicht so, dass gerade mal die Hälfte des Buchs verfilmt worden ist. Das ist auch gut so, da kriegt man wenigstens eine halbwegs abgeschlossene Geschichte, denn der vierte Teil ist ja nun
zumindest fürs Kino gestrichen worden. Es gab noch Gerüchte, dass der aus Kostengründen fürs Fernsehen produziert werden soll. Aber ob das was wird, das wage ich zu bezweifeln. Auch war noch die Rede von einer Fernsehserie, dann spätestens aber dann wirklich mit anderen Darstellern. Und ich glaube, das würde auch in die Hose gehen. Okay, also wer die ersten beiden Teile richtig, richtig gut gefunden hat, der kann sich durchaus auch Teil 3 angucken, also die Bestimmung Allegiant. Aber wer wie ich bei Teil 2 schon so ein bisschen keinen Bock mehr hatte, der kann sich den dritten Teil eigentlich ganz sparen. Deswegen ist Allegiant auch nicht meine Blu-ray der Woche. Die ist ein anderer Film, den ich hier schon mal vorgestellt habe, allerdings nicht als Blu-ray, sondern wo ich ihn damals im Kino gesehen habe. Das ist Snowden. Da werde ich jetzt auch nur noch mal kurz drauf eingehen und meinen Kinobericht zusätzlich verlinken. Also Snowden, sagt ja schon der Titel, der Film handelt von Edward Snowden, dem Whistleblower, der beim CIA, FBI und weiß der Teufel, bei welchen Geheimdiensten überall rumgearbeitet hat. Und dann mit ein paar Journalisten die Öffentlichkeit davon unterrichtet hat, was die Amis da so ausspionieren. Der Film hat mir im Kino schon sehr gut gefallen und auch wo ich ihn jetzt zu Hause nochmal gesehen habe, sehr, sehr ordentlich. Also was den Regisseur Oliver Stone angeht, der hat hier endlich mal wieder zu seiner alten Form zurückgefunden. Eventuell hätte man hier und da vielleicht ein bisschen straffen können, aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Und wie immer bei Oliver Stone-Filmen, die sich um solche Themen drehen, sollte man nicht alles für wahr halten. Ich denke mal, hier hat er sich schon mehr an die Fakten gehalten, wie zum Beispiel bei JFK, wo die Mischung zwischen Fakten und Fiktion ja so dermaßen perfekt war, dass man am Ende selber nicht mehr wusste, was wirklich wahr ist. Aber auch hier nimmt man sich natürlich ein paar dramaturgische Freiheiten, worauf fairerweise gleich zu Beginn des Films hingewiesen wird. Also wie gesagt, Snowden hat mir im Kino gut gefallen, auch zu Hause gut gefallen und es ist deshalb auch meine Blu-ray der Woche. Und damit ist mein Programm für heute auch schon durch. Nächste Woche muss ich mal schauen, ob es eine neue Folge gibt. Das könnte organisatorisch ein bisschen schwierig werden. Aber falls es was zu berichten gibt, wird sich da schon eine Möglichkeit finden.